In DFB-Kreisen dürfte das Buch von Theo Zwanziger kein Bestseller werden. Der ehemalige DFB-Präsident schießt scharf in seinem Werk. Beim Fußballbund reagiert man offensiv gelassen. Jeder muss es mit sich selber ausmachen, wie er ein Buch schreibt. Das musste ich ja auch. Für mich war es wichtig, einfach in meinen Ausführungen, dass es nicht wie eine Abrechnung wirkt oder eben auch, dass keiner irgendwo beleidigt sein kann. Aber groß betroffen hat mich das nicht. Eine Abrechnung nennt Bierhoff das Buch Zwanzigers. Als Besserwisser, Scharfmacher und Macho wird beispielsweise Uli Hoeneß in der Biografie bezeichnet. Seine Reaktion: Dass Theo Zwanziger kein guter Präsident war, wusste ich schon lange. Dieses Buch wird ihm nach seinem mehr als peinlichen Rücktritt endgültig in die Isolation treiben. Zwanzigers Nachfolger, DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, mochte sich beim Sportpresseball nicht äußern. Ja, komm, das machen wir jetzt nicht. Am Ende des Abends machte aber zumindest das Zitat: Ich würde Uli Hoeneß nicht widersprechen, die Runde. Auch bei der Nationalmannschaft der USA sind Zwanzigers Äußerungen angekommen. Eine Buchlieferung aber noch nicht. Ich kenne jetzt nicht die Inhalte im Detail und ich werde es auch nicht lesen, um ehrlich zu sein. Der ehemalige Bundestrainer soll laut Zwanziger bei der WM 2006 vor dem Rausschmiss gestanden haben. Es war ja 2 Jahre immer Diskussion da Richtung WM 2006. In allen, ob ich jetzt das Trainingslager von einem Ort zum anderen gelegt habe, ob ich irgendwelche Leute ausgewechselt habe, ob ich, egal welches Ergebnis dann wieder kam, ob irgendwo was mal wieder nicht gepasst hat. Das war ja 2 Jahre nonstop Thema, ob es im Bundestag gepasst hat oder sonst jemand. Das ist einfach Gang der Dinge, weil der Fußball diese enorme Bedeutung hat in Deutschland. Betonte Gelassenheit. Oliver Bierhoff muss sich vorwerfen lassen, bei den Vertragsverhandlungen 2010 überhöhte Forderungen gestellt zu haben. Er bleibt auch bei der Gelassenheit. Ich sag mal, in den Positionen, wo wir sind, muss man eigentlich mit allem rechnen. Insofern hätte mich das jetzt nicht geschockt oder hat es mich nicht geschockt. Das wissen wir einfach. Wir werden sehr leistungsbezogen bewertet und das kann von einem Moment aufhören. Geht es nach Bierhoff und Klinsmann, verschwindet das Buch in der Bedeutungslosigkeit. Der Streit zwischen Zwanziger und Hoeneß geht derweil in die nächste Runde. Zwanziger nennt Uli Hoeneß eine kleinkarierte Seele. Fortsetzung folgt.